Und wir als Bildungsmonitore und Bildungsmanager sind in der Schulabteilung des Lahn-Dill-Kreises angebunden. Also sprich, das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement ist keine Stabsstelle, sondern in der Linie verortet. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zur Erklärung. Wir sind sehr stark industrielastig. Also wir haben auch teilweise wirklich noch Schwerindustrie mit Stahl, also sozusagen der Rust Belt von Hessen. Wir haben wenig Dienstleistungen. Und früher gab es auch mal 2 Landkreise, die dann zu dem Lahn-Dill-Kreis zusammengefügt worden sind. Das hat heute immer noch Auswirkungen mit 2 Verwaltungsstandorten, 2 Berufsschulstandorten. Und manchmal zeigt sich das auch im Bildungsmonitoring noch wieder. Ich wurde gebeten, auch noch mal ganz kurz die bildungspolitischen Herausforderungen des Lahn-Dill-Kreises zu skizzieren. Das ist bei uns eindeutig das Platzangebot in der Kinderbetreuung. Dann der Ausbau des Ganztagsangebotes an den Grundschulen, da hängen wir noch im Hessenschnitt hinterher. Und unsere geringe Weiterbildungsaffinität, die macht uns ein bisschen Sorge, insbesondere im Rahmen der Digitalisierung und den neuen Herausforderungen, die wir da einfach zu bewältigen haben. Wir haben aber auch eine bildungspolitische Komfortzone. Wir haben ganz wenige Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Da liegen wir bei 2,7%. Da sind wir wirklich froh. Da ist auch die Quote nochmal gesunken. Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Azubi-Quote von 6,1%. Da liegen wir sowohl über Hessen als auch über Bund. Das hat natürlich ganz klar was mit dieser Industriedichte zu tun. Wir haben also ganz viele, die auf Gesellenniveau letztendlich beschäftigt sind. Was allerdings dann natürlich auch gleichzeitig einfach zu dem Thema Weiterbildung einfach nochmal eine andere Herausforderung ist, als wenn wir jetzt zum Beispiel eine hohe Akademikerquote hätten. Wir hatten auch mit der großen Zuwanderungswelle 2015, 16, 17 nicht unüberwindbare Hindernisse zu überwinden. Natürlich hatten wir auch Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber wir haben aufgrund der Industriedichte und der ersten Gastarbeiterwelle in den 50er, 60er Jahren einfach da schon relativ viel Erfahrung. Das war für uns jetzt nicht ganz schwierig. Was bleibt, sind letztendlich Zukunftsängste natürlich auch. Also wir sind sehr stark abhängig von diesem Automotive-Bereich. Wir stellen viele Getriebe her. Getriebe braucht man im Elektroauto nicht mehr. Das ist ein ganz großes Problem, gepaart mit einer relativen geringen Innovationskraft in den letzten 10 Jahren. Da haben wir einfach einiges noch aufzuholen. So viel zur Einordnung des Lahn-Dill-Kreises als Struktur. Und auch gerne nochmal zur Ergänzung, was ist denn für uns ein Sozialraum? Wir haben es heute Morgen schon gehört, es gibt da ja verschiedene Ansätze. Unser Sozialraum ist die Kommune, also sprich ist die Stadt mit den Stadtteilen und die Gemeinden mit den einzelnen Ortsteilen, damit sie es einfach besser einsortieren können. Unsere Ziele des sozialräumlichen, datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements sind eindeutig, dass wir ein Beobachtungsinstrument haben wollten. Wir wollen die Bildungssituation der 23 Städte und Gemeinden analysieren und natürlich auch Bildungsaktivitäten steuern und planen und damit insgesamt die Verantwortungsgemeinschaft stärken. Wir wollen gerne wirklich vor Ort die Stärken, Schwächen, aber auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ermitteln. Denn wir wissen, dass Bildung vor Ort letztendlich stattfindet und wir finden auch, dass Bildung vor Ort verbindlich wird. Da hat es klare Verantwortlichkeiten, wir haben greifbare Handlungsebenen und letztendlich passieren natürlich auch Veränderungsprozesse häufig, nicht immer, aber durchaus vor Ort. Wir finden auch, dass die Städte und die Gemeindeverwaltung wichtige Partner sind in dieser kommunalen Verantwortungsgemeinschaft. Denn sie sind in der Regel gut vernetzt, sind auch ein Vorbild, haben eine räumliche Nähe, was Vertrauen letztendlich schafft, auch bei den Akteuren. Und was wir auch erleben, sie wollen auch in Teilen Mitgestalter sein. Zur Historie, wie wir uns dazu entschieden haben, das war eigentlich aus einem Entschluss von unserem Dezernenten, der gesagt hat, wir wollen das genauso machen, auf Ebene der Städte und Gemeinden die Zahlen abzubilden, um einfach das herauszulesen, was ich gerade vorhin gesagt hatte, die Unterschiede, Gemeinsamkeiten der 23 Städte und Gemeinden analysieren. Dann gab es letztendlich einen Beschluss unseres obersten Gremiums, das ist der Lenkungskreis der Bildungslandschaft. Dann haben wir uns die Zustimmung der Bürgermeister eingeholt, und zwar von dem Vorsitzenden der Bürgermeisterkreisversammlung. Und letztendlich dann auch nochmal in verschiedenen Ausschüssen waren wir dann und haben das abgestimmt. Und was wir auch dann nachträglich noch gemacht haben, seit ungefähr einem Jahr, ist dann auch die Vertretung der Bürgermeister dauerhaftes Mitglied bei uns im Lenkungskreis, die sozusagen alle Ergebnisse auch im Vorfeld immer scannt und prüft, ob es da vielleicht auch Probleme geben könnte. Auch kurz zur Einordnung. Wir haben mittlerweile den zweiten Bildungsbericht vor knapp 4 Wochen veröffentlicht. Den ersten hatten wir 2018 veröffentlicht, dazwischen noch einen Datenkurzbericht mit den wesentlichen Kennzahlen. Denn über das, was wir berichten, das ist ja ein Transfer in die Praxis letztendlich. Und da braucht es natürlich ein bisschen Zahlenmaterial, was auch schon vielleicht ein bisschen fortgeschrieben wurde, um letztendlich auch wirklich den Praxistransfer auch darstellen zu können. Auf was fußt unser Transfer und auch die grundsätzlich unseren kompletten Aufbau? Das sind unsere Bildungsziele. Wir haben Strategie- und Maßnahmenziele. Wir haben aber auch im ersten Bildungsbericht schon 20 Handlungsempfehlungen definiert, erarbeitet. Und die sind eingeflossen dann in unseren rund 33 Maßnahmen, da sind wir im Prozess. Und letztendlich sind es insbesondere die Ziele, die auf die Umsetzung auch zielen und auch auf das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement, aber auch letztendlich auf die Handlungsempfehlungen, die sind uns auch nochmal an dem Punkt sehr wichtig. Wir würden jetzt gerne, das war so auch die Bitte, möglichst praxisnah die Sachen zu schildern, wo wir von Bildungsmonitoring in die Bildungsplanung mit übergegangen sind. Und wir haben bei uns im Lahn-Dill-Kreis diesen Weg gewählt. Das ist jetzt nicht der goldene Gralsweg. Das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Wir erzählen letztendlich nur, wie wir es gemacht haben. Im Lahn-Dill-Kreis haben wir 3 Kompetenzbereiche und der erste ist der Bereich vorschulische Bildung. Da haben wir das strategische Ziel 1, dass wir den Anteil der regelhaft eingeschulten Kinder, dass der hoch bleiben soll und dass die vermeidbaren Rückstellungen sich reduzieren sollen. Wir haben dazu im ersten Bildungsbericht ein paar Kennzahlen natürlich auch abgebildet. Und aus denen konnte man auch schon einiges Interessantes herauslesen, haben aber dann gesagt, das ist so ein wichtiger Schritt. Da wollen wir gerne noch tiefergehende Analysen fahren und haben uns dafür dann letztendlich einen Bildungs- und Belastungsindex überlegt. Wir haben geschaut, was gibt es da schon und haben unseren an den Augsburger Bildungsindex angelegt und meine Kollegin, die Sarah Oberding, wird Ihnen jetzt den Bildungs- und Belastungsindex im Lahn-Dill-Kreis kurz vorstellen. Bitte schön, Sarah. Ich klicke für dich weiter. Ja, danke schön. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wie Frau Brinkmann schon gesagt hat, haben wir uns überlegt, eben einen Index zu bilden, um nicht nur auf die einzelnen Kennzahlen zu schauen, sondern auch die Kennzahlen miteinander zu kombinieren. Und dabei war uns eben wichtig zu schauen, mit welchen Grundvoraussetzungen bezogen auf Bildungsteilhabe kommen denn die Kinder in die Grundschule. Und deshalb haben wir diesen Index gebildet. Wir haben uns da auf 3 Bereiche konzentriert. Das erste ist einmal das Thema kindbezogene Armut, was wir versuchen, über die SGB-II-Leistungen der Kinder abzubilden. Wir gehen dann auf die Betreuung der Kinder ein. Das heißt, wir haben da die Förderung der Sozial- und Sprachkompetenz quasi definiert. Ich weiß nicht, Nicole, kannst du vielleicht dein Mikro ausschalten kurz? Ich höre die ganze Zeit so ein Rauschen. Danke. Und das dritte Thema, was wir in diesem Index quasi abgebildet haben, ist der Migrationshintergrund, weil wir gesagt haben, der Migrationshintergrund steht meist für eine erschwerte Bildungsteilhabe. Und diese drei Bereiche bilden eben unseren Bildungsindex. Und Frau Brinkmann hat es eben schon gesagt, wir orientieren uns dann im Augsburger Bildungsindex, machen das aber nicht im Bereich der Schulen. Also in Augsburg wurde der Index für die einzelnen Schulen gerechnet und wir haben das für unsere Städte und Gemeinden gemacht, weil wir eben den ganzen Bericht danach aufgebaut haben, dass wir alle Kennzahlen immer auf Gemeindeebene abbilden. Und wir haben auch die Kennzahlen angepasst. Also wir hatten Treffen mit unseren Expertinnen und Experten vor Ort, also mit der Jugendhilfeplanung, mit dem Arzt der Schuleingangsuntersuchung beispielsweise, und haben eben unsere Kennzahlen für diesen Index festgelegt und auch die Gewichtung der einzelnen Kennzahlen. Und auf der nächsten Folie sieht man jetzt, wie der Index in unserem Bericht dargestellt ist. Das sind unsere 23 Städte und Gemeinden. Und ja, je höher der Indexwert ist, desto höher oder von einer höheren Belastung gehen wir eben aus. Die Werte liegen zwischen 0 und 1. Und ja, die höchste Belastung haben wir eben für die Kreisstadt Wetzlar errechnet. Wobei man hier sagen muss, dass sich das Ganze in den Stadtteilen vermutlich nochmal stark unterscheidet, was wir jetzt aber mit unseren Daten aktuell noch nicht abbilden können. Also wir haben das jetzt wirklich nur für die Gesamtstadt bzw. Gesamtgemeinde und nicht für die Orts- oder Stadtteile gemacht. Ja, ich habe auch nochmal den Link in den Chat geladen, wo Sie unsere Bildungsberichte finden. Dort können Sie gerne auch nochmal nachschauen, wie das Ganze aussieht. Und wir haben jetzt nicht nur diese Karte, sondern wir haben auch nochmal eine Tabelle, wo man sieht, wie zeigt sich denn der Index oder wie sind die einzelnen Kennzahlen in den Index eingeflossen. Das heißt, man sieht dort die Kennzahlen und wie sie eben standardisiert wurden. Ganz rechts in der Spalte die Gesamtindexberechnung. Aber hier sieht man auch ganz schön, welche Kennzahlen denn wie in den Index einfließen, beziehungsweise wo man in den einzelnen Kommunen vielleicht handeln kann, an welchen Kennzahlen es jetzt liegt, dass der Index hoch oder niedrig ist und wo man vielleicht ja noch etwas eingreifen kann. Uns ist das auch bewusst, dass wir nicht an jeder Kennzahl etwas ändern können, aber zum Beispiel im Kita-Bereich gibt es durchaus Möglichkeiten, dass dort Veränderungen vorgenommen werden können, und da muss man eben, oder da ist es unser Ziel, dort eben anzusetzen, wo wir etwas verändern können, beziehungsweise wo auch die anderen Fachabteilungen etwas verändern können, beziehungsweise wo eben keine Veränderungen möglich sind, dass wir da eben versuchen, passgenaue Angebote zu schaffen. Ja, und Frau Brinkmann wird jetzt im Folgenden nochmal auf einzelne Angebote eingehen. Gut. Wo haben wir wirklich mit der Bildung, mit dem Index in dem Fall auf die Bildungsplanung einwirken können, oder wo hat sie uns geholfen, dass wir diesen Index haben oder insgesamt auch das Monitoring? Wir haben im Lahn-Dill-Kreis beschlossen, die Anzahl der durch den Lahn-Dill-Kreis geförderten Familienzentren auszubauen. Und das war schon vor 1,5 Jahren, fing dieser Prozess an. Und ähnlich lange, vielleicht nicht sogar länger, diskutieren wir auch schon diesen Bildungsindex. Also das ist natürlich jetzt nicht so, dass das, was ich jetzt vorstelle, innerhalb der letzten 4 Wochen irgendwie passiert ist. Das entspricht natürlich nicht der Wahrheit, sondern wir arbeiten ja an diesem Index schon seit 1,5, 2 Jahren fast. Und von daher ist das ein Stück weit auch gewachsen, auch mit den Akteuren, natürlich auch mit dem Thema Jugendhilfe eng ausgetauscht. Und von daher hat sich jetzt der Ausbau der Familienzentren ähnlich zeitlich vollzogen wie der Bildungsindex. Und da konnten wir uns einfach immer sehr gut abstimmen und auch immer noch mal gegenchecken, ob das denn auch so passt. Und so war es dann auch, dass ich einfach in diesen Prozess involviert war, habe an Klausurtagungen zu diesem Thema Familienzentren letztendlich teilgenommen und habe dann immer wieder gesagt, okay, dann lass uns schauen, wo könnte denn ein Familienzentrum logisch gut platziert sein, welche Kommune bräuchte denn so ein Tool, lass uns gucken, wo ist der Bildungsindex entsprechend hoch, beziehungsweise wo sind einzelne Kennzahlen so stark, dass man da reagieren muss. Das kam gut an, da haben Sie jetzt auch schon drauf reagiert. Also es gibt jetzt die erste Runde des Ausbaus, das sind 4 neue Familienzentren, und die sind dann auch in den Städten und Gemeinden mit einem hohen Index platziert, aber das war jetzt nicht Bestandteil der Ausschreibung. Das werden wir jetzt nachholen. Das heißt, die zweite Runde an Ausschreibungen für die Kitas und für die Anbieter, die sich zum Familienzentrum weiterentwickeln wollen, die werden dann auf den Bildungs- und Belastungsindex hingewiesen und es wird das eng miteinander verknüpft letztendlich, dass es auch in den Orten stattfindet, wo es sinnvoll letztendlich ist. Was wir auch geschafft haben, ist, dass wir die Bildungsziele in diese Familienzentren reinbringen konnten, und zwar so, dass es bei der Ausschreibung auch darauf hingewiesen wird, dass das Angebot, was dort in den Familienzentren stattfinden soll, sich eng an den Bildungszielen orientieren soll. Ja, also wir haben, das ist unsere Basis, unsere Bildungsziele sind die Basis, und daraufhin soll letztendlich recht viel fokussiert werden. Die Kollegin hat es ja schon gesagt, für die Stadt Wetzlar und ich glaube für alle größeren Städte wäre es natürlich toll, wenn wir das auch nochmal kleinteiliger, kleinräumiger darstellen könnten, um einfach auch solche Infrastrukturangebote wie jetzt Familienzentren auch nochmal innerhalb eines Stadtgebietes ja letztendlich besser zu platzieren. Ein zweites Beispiel, wo uns der Bildungs- und Belastungsindex letztendlich auch bei der Bildungsplanung geholfen hat. Wir wollen gerne unsere Familiengruppen in Kitas aufbauen letztendlich. Wir haben in Hessen oder auch speziell im Lahn-Dill-Kreis die sogenannten Familienklassen. Worum geht es da? Eine Familienklasse, da gehen Eltern mit ihren Kindern gemeinsam an einem Vormittag in die Schule, haben da einen strukturierten Vormittag mit Unterricht, Lernen, aber auch mit Multifamilientherapien. Wir haben davon 15 im Landkreis, und wie gesagt, wir haben bisher erst eine Gruppe, eine Familiengruppe in einer Kita. Und da war dann mein Impuls zu sagen, lass uns das ausbauen. Ja, das ist ein toller Ansatz, eine tolle Methode mit sehr wunderbaren Erfolgen, die dort erzielt werden. Und da haben wir es dann so gemacht, dass ich einfach die Idee zur Jugendhilfeplanerin gegeben habe, und die hat das dann wiederum aufgenommen, in ihrer Fachabteilung diskutiert, und es war erstaunlich wenig Widerstand. Also das scheint einen Nerv getroffen zu haben, und jetzt ist es so, dass wir schauen, mit den beschränkten Mitteln, wo müssten wir dann als erstes eine Familiengruppe neu in ein Familienzentrum oder in eine Kita reingeben. Also man kann diesen Index auch nutzen, um sozusagen das Budget zielgerichtet, auch zeitlich zielgerichtet letztendlich einzusetzen. Ja, also nicht nur wo, sondern auch wann letztendlich. Also wo ist es am kritischsten und wer braucht es als erstes. Und was wir auch dadurch geschafft haben, wir haben den sozialräumlichen Ansatz über 2 Dezernate sozusagen auch nochmal etablieren können. Und da sind wir jetzt sozusagen als gedankliches Team auch immer unterwegs, den sozialräumlichen Ansatz sowohl im Schul- als auch im Jugendhilfebereich auszubauen. Ein weiteres Beispiel, wo uns das Bildungsmonitoring geholfen hat, in dem Fall ist es nicht konkret der Index, weil den hatten wir ja noch nicht zu den Zeiten, die Sie da jetzt auch auf der Folie sehen. Wir haben seit 2018 jeweils im Theater Deutschprojekt im Lahn-Dill-Kreis und haben dort aber selbstverständlich auch geschaut, wo muss denn so ein Theater-Deutschprojekt am besten stattfinden. Das heißt, wo gibt es die meisten Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger? Aber auch, wo ist insgesamt der Zuwanderungsanteil im Sozialraum hoch, und haben letztendlich dieses Angebot, was in den Sommerferien, in den ersten 3 Sommerferienwochen stattfindet, mit Deutsch und Theater und Freizeit, haben wir dann letztendlich entsprechend im Landkreis platziert. Ja. Das sind die Beispiele aus dem vorschulischen Bereich hin in den Grundschulbereich. Ich hätte jetzt noch ein Beispiel auch aus dem Bereich Schule, Medien und kulturelle Bildung. Das ist unser Kompetenzbereich 2, Dort gibt es das strategische Ziel, dass sich schulische und außerschulische Angebote besser miteinander vernetzen sollen, damit auch die Schule als Lebensraum sozusagen wahrgenommen wird, nicht nur als Schulort. Und hier haben wir vielleicht ein kurzes Beispiel, wie unsere Tabellen auch im Bildungsbericht aussehen. Also wir haben immer da, wo die Zahlen auf Gemeinde- und Stadtebene zur Verfügung stehen, immer links alle Städte und Gemeinden, immer in der gleichen Reihenfolge. Und Sie sehen auch, das ist nie ein Ranking, sondern das ist immer die Reihenfolge A bis W in dem Fall. Ja. Natürlich vergleichen sich die Kommunen. Ja. Und das ist auch ein gesunder Wettbewerb, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Aber wir wollen das nicht noch fördern, indem wir bei jeder einzelnen Kennzahl sozusagen jetzt den Führer und den Loser sozusagen darstellen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber es ist schon eine Darstellung auf Ebene der Städte und Gemeinden, mit denen die Städte und Gemeinden letztendlich auch wirklich dann was anfangen können. Und was haben wir hier gemacht? Also hier haben wir ein Modellprojekt umgesetzt zur besseren Vernetzung schulischer und außerschulischer Angebote. Wir wollen da die Kooperationsbedingungen schärfen, die Brücken bauen von der Schule in die Vereine. Wir haben natürlich im ländlichen Raum schon das Problem, dass der Ganztag sehr viel Raum einnimmt, sehr viel Zeit einnimmt von den Schülerinnen und Schülern und dadurch natürlich die Vereine schon, dass es passieren kann, dass dort einfach weniger Kinder dann oder Jugendliche in dem Verein aktiv bleiben. Das wollen wir gerne verhindern, damit auch die Nähe zum Ort oder zum Dorf letztendlich bleibt. Deshalb haben wir das Projekt gesetzt und hier sind wir so vorgegangen, dass wir geschaut haben, wie viele externe Kooperationspartner hat denn die jeweilige Schule schon und wie ist die Qualität dieser externen Kooperationspartner. Das haben wir analysiert anhand der Daten, die uns vorlagen, haben natürlich auch nochmal geschaut, welche Erfolgsfaktoren braucht es denn für ein Modellprojekt. Wir haben natürlich jetzt nicht mit Schulen gearbeitet, die da überhaupt keine Lust drauf hatten, sondern wir haben dann schon geguckt, selbst wenn das zahlenmäßig noch mal besser gewesen wäre, in einer anderen Kommune anzufangen, es nützt ja nichts, wenn da die Schulleitung oder der Bürgermeister in dem Fall vielleicht einfach keine Zeit vielleicht auch gerade einfach hat. Ja. Das war ein Beispiel aus dem Bereich Schule, wo wir das Bildungsmonitoring in die Bildungsplanung letztendlich übertragen konnten. Und noch das letzte Beispiel, das ist der Kompetenzbereich 3 bei uns, Übergang Schule, Beruf, Erwachsenenbildung. Hier haben wir mal ein Maßnahmenziel und das Maßnahmenziel zielt daraufhin ab, dass es möglichst wohnortnahe und am Bürger orientierte Weiterbildungsangebote, dass das sichergestellt wird. Und hier haben wir im letzten Bildungsbericht festgehalten, dass wir in 4 Kommunen überhaupt keine Angebote unserer Volkshochschulen haben. Wir haben insgesamt 2 Volkshochschulen im Landkreis. Und dann haben wir aber nicht nur geschaut, wo gibt es denn keine Angebote, sondern wir haben auch geschaut, wie sieht denn die Teilnahmequote an den Volkshochschulen aus. Auf der linken Seite, das ist jetzt aus dem aktuellen Bildungsbericht eine Grafik, so sehen alle Grafiken bei uns aus, auch wieder auf Städte- und Gemeindeebene. Und in dem Fall haben wir jetzt hier auch nochmal in diesem grauen Balken, den Sie ganz rechts sehen, das sind dann die Ergebnisse aus dem Jahr 2018, also aus dem ersten Bildungsbericht. Und in Rot haben Sie immer nochmal den Vergleich zum Landkreis, damit sich Kommunen einfach einordnen können, wo stehen sie gegenüber dem Schnitt. Was wir auch hatten, und zwar im ersten Bildungsbericht 2018, wir haben geschaut, wie ist denn die Teilnahme an Kursen bezüglich zur Entfernung des Wohnortes und haben halt letztendlich festgestellt, was einen jetzt nicht verwundert, aber wir haben das hier nochmal schwarz auf weiß auch nochmal berechnet, dass es gerade die Kurse sind, die regelmäßig stattfinden, wie im Gesundheitsbereich, wie im Sprachenbereich oder auch im Bereich der Grundbildung, Schulabschlüsse, dass die einfach regelmäßig stattfinden und dass da die Menschen nicht willig sind, so weit zu fahren. Ich habe es ja gesagt, wir sind ein Flächenlandkreis, wir haben ländliche Regionen, wir haben keinen guten ÖPNV. Ja, und von daher, wenn man sich dann noch die Altersstruktur der Volkshochschulen anschaut, das sind ja in der Regel keine Jugendlichen, sondern ganz viele ab 50 oder auch 60, 70. Da ist es dann mit der Mobilität sowieso nochmal ein bisschen mühsamer im öffentlichen Bereich. Und von daher haben wir geschaut, wo braucht es denn wirklich noch Angebote? Und dann war das aber so für die Volkshochschulen, also insbesondere für die Lahn-Dill-Akademie, die den ganzen Landkreis bespielt, außer die Stadt Wetzlar, wirklich für sich selber zu sagen, das war uns gar nicht so bewusst, dass wir in einigen Orten überhaupt gar kein Angebot haben, und haben dann für sich das als eigenes Ziel umgewandelt und haben dann selber auch gesagt, bis 2020 wollen wir wirklich in jeder Kommune wieder ein Angebot, ein Bildungsangebot vor Ort durchführen, ja, und sind dafür dann letztendlich dann auf die Bürgermeister, insbesondere der 4 Kommunen, die ich vorhin gezeigt hatte, die gar kein Angebot haben, zugegangen, aber auch auf die Kommunen, auf die Bürgermeister, wo die Teilnahmequote so gering war, und zwar ganz gezielt, haben dann gefragt, wie kann man das organisieren, Räume, aber auch den Zugang zu Vereinen, aber auch den Zugang zu Bürgerversammlungen, teilweise zum Senioren-Tanzcafé sind die Kolleginnen dann vom Lahn-Dill-Kreis, von der Lahn-Dill-Akademie gegangen und haben die Teilnehmenden dort dann befragt, was wünscht ihr euch denn, was wollt ihr denn für Bildungsangebote haben? Also von daher war das wirklich eine sehr gute Grundlage, unsere Bildungszahlen für Akteure auch, also für diesen Akteur insbesondere, um seine eigenen Angebote auch nochmal zu optimieren. Unsere Erfahrungen, also wirklich nur unsere Erfahrungen, Umgang mit den sozialräumlichen Daten, die Städte und Gemeinden sind sehr interessiert. Also ich habe das vorhin schon gesagt, die vergleichen sich, die wollen aber auch genau wissen, teilweise wie sich etwas zusammensetzt. Ja. Wir hatten auch allen Kommunen angeboten, nach dem ersten Bildungsbericht schon, was wir jetzt wiederholen werden, vor Ort vorstellig zu werden und auch nochmal Daten zur Verfügung zu stellen, die jetzt nicht im Bildungsbericht abgebildet waren, sondern wirklich dann ganz konkret für die Gemeinde nochmal tiefergehende Analysen zur Verfügung zu stellen. Und was wir auch gemacht haben, wir haben neben den 20 allgemeingültigen Handlungsempfehlungen auch Handlungsempfehlungen für jede einzelne Kommune erarbeitet. Und zwar ganz, ganz konkret. Also da standen dann zum Beispiel so Sachen drin wie, also ich nenne das jetzt mal plakativ, guckt mal, ihr habt im Bereich Bildungs- und Teilhabepaket, im Kita-Bereich ganz tolle Zahlen, da wird das wirklich super genutzt, und im Grundschulbereich fällt das auf einmal ab. Ja? Und da haben wir dann gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie mit den Betreuungskräften, die nochmal darauf hinweisen, dass es dieses Bildungs- und Teilhabepaket gibt, sodass vielleicht doch noch das ein oder andere Kind zum Beispiel mehr essen kann dann vor Ort, weil das dann über dieses Programm bezahlt wird. Also so arbeiten wir mit den Städten und Gemeinden. Also wirklich, dass es ganz praktisch ist, ganz kleinteilig ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was den Bürgermeistern hilft. Ja? Bei den Fachabteilungen ist es so, die akzeptieren die Zahlen natürlich, die wir haben, weil sie kommen auch in der Regel von ihnen. Es ist aber da schon so, dass man sie immer wieder anstupsen muss. Also bei dem Bildungsindex war das jetzt in dem Bereich Familienzentren und Familiengruppen, war das recht einfach, weil die Jugendhilfeplanerin da die Zügel in der Hand hat und wir einfach eng in der Abstimmung sind. Aber es hat ja auch noch viele andere Fachabteilungen im Haus und da muss man einfach immer wieder anstupsen, immer wieder erinnern, guck mal, wir haben doch hier die Zahlen, überlegt doch mal, welche Prozesse könnt ihr denn darauf bauen, ja, und das zu eurer Entscheidungsfindung einfach herbeiziehen. Von Bildungsinstitutionen, außer von diesem einen Beispiel, was ich jetzt erzählt habe, von der Lahn-Dill-Akademie, haben wir bisher wenig Reaktionen. Also die wenigsten Reaktionen haben wir von Schule und von den Kitas selber. Aber das macht mich jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig betrübt. Also wir glauben, wenn wir mit den Bürgermeistern einen ersten guten Start und mit den Fachabteilungen haben, der Rest wird sich dann letztendlich ja noch zeigen. Unser Fazit, wir finden, dass die sozialraumorientierte Bildungsberichterstattung Mutmaßungen durch Daten abgelöst hat. Das tun natürlich alle Bildungsberichte, aber hier haben wir es eben auf der Städte und Gemeinden, ja. Wir finden, es ist wirklich eine Basis für konkrete Verbesserungen vor Ort Und es hilft eben nicht nur auf einer quantitativen Ebene, sondern auch auf einer qualitativen Ebene.